Palmöl ist eine Umweltsünde, super böse, ein Klimakiller. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört, ist bei uns angekommen. Warum machen wir dann jetzt einen Film darüber? Naja, Palmöl ist im Supermarkt einfach überall, angeblich sogar in jedem zweiten Produkt. Deswegen wollen wir mal genauer drauf schauen, wie groß ist eigentlich das Palmölproblem? Das Problem ist tatsächlich dramatisch, ne? Die Wälder weltweit schwinden nach wie vor rasant. Hier steht zum Beispiel groß, ohne Palmöl drauf. Wenn Sie jetzt alles Palmöl einfach ersetzen würden wollen, dann müssten Sie sehr, sehr viel mehr Fläche mit Sonnenblumen, Soja, Raps und so weiter anbauen. Ist das jetzt besser für Klima und Umwelt? So, dann schauen wir mal bei unserem kleinen, nicht repräsentativen Einkauf, wo überall Palmöl drin ist. Seit Ende 2014 muss bei Lebensmitteln das pflanzliche Öl gekennzeichnet werden. Öle und Fette, Raps und Palmen. Kommt also auf den Palmölstapel. Raps, Sonnenblumen, aber auch Palmen. So, Pesto. Da ist kein Palmöl drin. Nehmen wir doch mal die berühmten Nuss-Nougat-Cremes. Ja, ist welches drin. Und dann die Bio-Variante. Auch da steht an zweiter Stelle Palmöl. Und hier steht zum Beispiel noch drunter faires Bio-Palmöl. Noch ein Label, RSPO. Was dieses Siegel genau bedeutet, dazu kommen wir noch. Palmöl. Hühnerfleisch, Kokosmilch, Ingwermark, Curry. Kein Palmöl. Zwiebeln, jodiertes Speisesalz, Zucker. Palmöl. Nee, Palmfett. Kein Palmöl. Bei dem hier ist es ausnahmsweise mal sehr eindeutig. Es ist jetzt kein Zufall, dass ich Kosmetik und Reinigungsprodukte ausgelassen habe, denn die müssen nicht so eindeutig gekennzeichnet werden. Da kann Palmöl zum Beispiel für Tenside oder Emulgatoren verwendet werden. Dafür hole ich mir jetzt, glaube ich, meine App zur Hilfe. Und zwar CodeCheck. Naja, kann Palmöl enthalten, sagt die App, also machen wir vielleicht mal einen Vielleicht-Stapel auf. Palmöl kann sich hinter Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Cetearylalkohol, Ascorbylpalmitat oder Glycerylstearat verstecken. Die hier kommt auch auf den Palmölstapel. Kann Palmöl enthalten. So, wenn wir uns jetzt die Stapel angucken, hier einmal mit Palmöl und einmal ohne, dann kommt das schon ungefähr hin, dass jedes zweite Produkt mit Palmöl ist. Wie sieht es denn bei euch aus? Achtet ihr im Supermarkt darauf, ob da Palmöl in Produkten drin ist? Und habt ihr euch schon mal gegen was entschieden, weil Palmöl drin war? Schreibt das mal unten in die Kommentare. 1,1 Millionen Tonnen Palmöl verbrauchen wir Deutschen pro Jahr. Dabei steckt es nicht nur in Lebensmitteln, Kosmetika und Reinigungsmitteln, sondern auch in chemischen und pharmazeutischen Produkten sowie Futtermitteln. Der überwiegende Teil landet jedoch in Biokraftstoffen, vor allem als Beimischung zum Diesel. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viel Palmöl für Biokraftstoff drauf geht. Aber was für konkrete Folgen hat denn die Palmölproduktion für Klima und Umwelt? Ich treffe mich jetzt gleich mit Greenpeace, die soll mir das mal erklären. Und sie kennt sich aus. Gesche Jürgens, Waldexpertin bei Greenpeace. Woher kommt denn das meiste Palmöl? Das Palmöl kommt aus tropischen Regionen, denn nur dort wächst ja die Ölpalme. Sie kommt ursprünglich aus Westafrika, aber mittlerweile wird das meiste Palmöl in Indonesien und in Malaysia produziert. Hat denn Palmöl zu Recht so einen schlechten Ruf? Ja, Palmöl hat zu Recht aus verschiedenen Gründen einen schlechten Ruf. Um Ölpalmplantagen anzulegen, werden eben vielfach Regenwälder abgeholzt. Das ist ein Punkt. Mit dem Wald verschwindet natürlich auch der Lebensraum. Regenwälder sind ja die artenreichsten Ökosysteme an Land. Und ja, da wimmelt es nur so vor Leben. Und Palmölplantagen sind einfach Monokulturen. Da wächst und soll ja auch nur wachsen die Ölpalme. Ne? Alles andere wird auch weggespritzt. Und diese Regenwaldzerstörung, welche Folgen hat das für Klima und Umwelt? Die Abholzung von Wäldern führt zu drastischen CO2-Emissionen. Und das trifft ganz besonders zu, wenn diese Wälder auf Torfböden wachsen. Also das ist vor allem in Indonesien der Fall. Durch die Zerstörung von Wäldern und auch die Trockenlegung von Torfmooren gehört Indonesien regelmäßig zu den Top-CO2-Emittenten. Das Problem ist tatsächlich dramatisch. Ne? Die Wälder weltweit schwinden nach wie vor rasant. Inwiefern können uns denn da Siegel zum Beispiel eine Orientierung bieten, was vielleicht gut produziertes Palmöl ist? Ja, das größte Siegel und das größte Zertifizierungssystem für Palmöl ist ja der RSPO, der sogenannte Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, der 2004 gegründet wurde und leider einfach sehr, sehr lange Zeit über extrem schwache Kriterien verfügt hat. Also beispielsweise Zerstörung von Regenwäldern war nicht ausgeschlossen. So, und das ist natürlich, wovon man ja eigentlich ausgehen würde. Wovon man ausgehen würde, wenn man über nachhaltiges Palmöl spricht. Also es war wirklich einfach
ja, muss man sagen, ein Greenwashing-Tool. Jetzt im Jahr 2018, also vor 2 Jahren, wurden die Kriterien verschärft. Und das ist natürlich erstmal gut, wenn die Kriterien verbessert werden. Aber leider haben sich auch viele Firmen in der Vergangenheit noch nicht mal an diese schwachen Kriterien gehalten. Klingt so, als hätte Palmöl sein schlechtes Image völlig zu Recht. Aber schauen wir doch mal auf die andere Seite. Warum greifen denn so viele Hersteller so häufig zu Palmöl? Um das zu verstehen, habe ich mich mit einem Lebensmittelverfahrenstechniker an der TU Berlin verabredet. Herr Flöter, Sie forschen hier an der TU. Sie haben aber auch selber mal bei einem der größten Lebensmittelkonzerne in Deutschland gearbeitet. Warum kommt die Lebensmittelindustrie denn nicht ohne Palmöl aus? Das ist zum einen die Funktionalität des Palmöls selber, also die Eigenschaften. Und gleichzeitig ist es attraktiv, weil es im Vergleich zu anderen Ölen kosteneffektiv ist. Oder anders gesagt, sehr günstig. Die Eigenschaften verschiedener Fette zeigt mir Professor Flöter anhand einiger Beispiele. Das ist Kakaobutter. Können Sie mal Ihren Daumen reinstecken? Das geht gar nicht so einfach, das ist sehr fest. Genau. Riecht auf jeden Fall lecker. Wenn es gut gemacht ist, sollte es nicht mal riechen. Dann ist ein Fett oder Öl Geruch, Geschmack und farblos. So sieht Palmöl aus. So sieht Palmöl aus, wenn es durch den Raffinageprozess gegangen ist. Was bedeutet, dass wir Verunreinigungen entfernt haben. Wir reden ja die ganze Zeit über Palmöl. Wusstet ihr, dass das so aussieht? So, und ich passe da jetzt mal rein. Genau. Ja, das verhält sich schon etwas anders. Ist ein bisschen weicher. Okay, es geht also um den Schmelzpunkt. An einem Modell erklärt mir Professor Flöter, dass Palmöl aufgrund seiner Fettsäurezusammensetzung von Natur aus hochschmelzend ist. Hochschmelzend bedeutet, dass es jetzt zum Beispiel wie hier bei Zimmertemperatur fest ist. Genau. Was für Vorteile gibt es denn noch? Dadurch, dass ich das in seine Teile auftrennen kann und das Hochschmelzende konzentrieren kann. Das macht es so besonders. Also deshalb kann ich damit mehr verschiedene Sachen machen. Das ist das Entscheidende. Also ich kann mit Palmöl ohne chemische Modifikation sowas wie Brühwürfel machen, wo das Material extrem hart sein muss. Kann aber auch die Füllung für Pralines, die extrem zart schmelzen müssen, damit machen. Das ist eine andere Fraktion. Und das kann ich mit anderen Fetten nicht erreichen. Die funktionieren vielleicht Kakaobutter für Schokolade, aber auf jeden Fall nicht für so eine breite Palette. Was außerdem günstig am Palmöl ist von den Eigenschaften, ist, das ist weniger empfindlich für Oxidation und irgendwelche Abbauprozesse und dementsprechend relativ stabil gegenüber thermischer Belastung. Heißt im Klartext, das Produkt ist länger haltbar. Palmöl ist also für die Lebensmittelindustrie ein preisgünstiger und sehr variabel einsetzbarer Rohstoff. Wir wissen jetzt, Palmöl ist für die Industrie scheinbar unverzichtbar. Wir wissen aber auch, dafür wird Regenwald abgeholzt. Ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir jetzt Palmöl kaufen oder nicht? Mit den Fragen gehen wir jetzt da rein. Ich bin hier nämlich an der Uni Göttingen verabredet. Und zwar mit Professor Keim. Er leitet das Institut für Agrarökonomie und ländliche Entwicklung der Uni Göttingen und hat federführend an einer aktuellen Studie zu Palmöl mitgearbeitet. Ich habe mir jetzt angeguckt, wie schlecht das Palmöl ist. Jetzt frage ich mich, wäre es die Lösung, wenn wir alle keine Produkte mehr kaufen, wo Palmöl drin ist? Das Problem ist, dass wir insgesamt eine hohe Nachfrage nach pflanzlichen Ölen haben. Und die Ölpalme ist eine Frucht, die zwar in den tropischen Regenwaldgebieten wächst, aber sehr produktiv ist. Also pro Hektar deutlich mehr Pflanzenöl produziert als Sonnenblume, als Soja, als Raps, also diese alternativen Ölpflanzen. Und wenn Sie jetzt alles Palmöl einfach ersetzen würden wollen, dann müssten Sie sehr, sehr viel mehr Fläche mit Sonnenblumen, Soja, Raps und so weiter anbauen. Und Fläche ist knapp. Das heißt also, da würde man dann auch wieder in Waldgebiete reingehen. Und insofern wäre keine Lösung, einfach nur das Palmöl zu boykottieren und auf andere Pflanzenöle umzusteigen. Das heißt, wenn wir das Palmöl durch Sonnenblumen oder Rapsöl ersetzen, dann hätte das noch viel schlimmere Folgen fürs Klima? Dann hätte das unter Umständen noch viel schlimmere Folgen, weil wenn Sie mal anschauen, wie viel Sie von einem Hektar Ölpalme runterholen, im Schnitt ungefähr 3 bis 4 Tonnen Pflanzenöl. Wenn Sie das vergleichen mit Sonnenblumen oder Raps, da ist es etwa 1,5 Tonnen Öl. Das heißt also, Sie brauchen im Grunde genommen mehr als die dreifache Fläche, um die gleiche Menge Öl zu produzieren. Und irgendwo muss die Fläche herkommen. Und das geht natürlich in Wälder, in Naturräume und im Zweifelsfall dann eben auch in den Regenwald. Wo könnte man denn sinnvoll Palmöl sparen? Ja, wenn man nach Europa schaut, hier haben wir zum Beispiel von den 7 Millionen
Tonnen Palmöl, die wir jedes Jahr verbrauchen und importieren, überwiegend aus Indonesien und Malaysia, wird ungefähr die Hälfte für Biosprit, Biodiesel vor allen Dingen verwendet. Und das ist eine Verwendung, die nicht nachhaltig ist. Sollte ich dann Biodiesel lieber nicht tanken? Das können Sie ja nicht frei entscheiden. Sie tanken in der Regel Bio, wo ein bestimmter Prozentsatz Biodiesel zugefügt wird. Das ist weniger etwas für den individuellen Verbraucher als mehr etwas für die Politik, die ja Entscheidungen darüber trifft, wie viel Prozent Biodiesel wird beigemischt und da müsste eben entsprechend geändert werden und eben auch, aus was wird dieser Biodiesel hergestellt. Die Politik hat den Handlungsbedarf erkannt. Eine EU-Verordnung verbietet den Einsatz von Palmöl als Treibstoff, allerdings erst ab 2030. Die Bundesregierung plant den Ausstieg ab 2026. Dann sollen vermehrt Biokraftstoffe aus Reststoffen wie Maiskolben oder Nussschalen zum Einsatz kommen. Wie kann denn der Palmölanbau an sich nachhaltiger werden? Naja, der Palmölanbau kann vor allen Dingen dadurch nachhaltiger werden, wenn die Erträge weiter gesteigert werden auf der Fläche. Und da gibt es Potenzial. Also jetzt werden im Durchschnitt 3 bis 4 Tonnen pro Hektar geerntet. Aber mit besserem Pflanzmaterial, also auch genetisch verbessertem Pflanzmaterial und einem vernünftigen Plantagenmanagement kann man auch bis zu 7 oder 8 Tonnen durchaus ernten. Und wenn Sie natürlich von einem Hektar das Doppelte ernten, dann brauchen Sie weniger Regenwaldruhe. Und das ist natürlich eindeutig dann nachhaltiger. Okay, ich habe jetzt festgestellt, es gibt keine gute Alternative zu Palmöl, jedenfalls keine, die besser für Klima und Umwelt wäre. Was mache ich denn im Supermarkt jetzt? Zum einen auf Zertifikate schauen und Labels schauen, das ist schon hilfreich. RSPO, Rainforest Alliance, auch das Bio-Label kann da helfen. Ist nicht perfekt, aber ist besser als nicht zertifizierte Ware. Zum anderen ist es immer hilfreich, nicht allzu viele hochverarbeitete Lebensmittel, in denen besonders versteckt Palmöl drinsteckt, zu konsumieren. Und was immer gut ist, ist natürlich bewusst einzukaufen und zu versuchen, Verschwendung und Verluste zu vermeiden. Wenn wir uns anschauen, wie viel insgesamt leider weggeworfen und verschwendet wird, ist das ja eine Größenordnung von 20-30%, bei manchen Produkten sogar höher als das. Wir könnten also, wenn wir bewusster einkaufen und konsumieren, 20-30% unseres Konsums einsparen, ohne dass es uns dabei schlechter ginge, weil wir ja all das konsumieren tatsächlich, was wir auch sonst haben, nur eben weniger verschwenden. Was ich aus dieser Recherche mitnehme, für unser Palmölproblem gibt es leider keine einfache Lösung. Ja, die Produktion hat verheerende ökologische Folgen, aber die Alternativen wären weniger ertragreich und bräuchten noch viel mehr Fläche. Beim Biodiesel, da wäre es allerdings sinnvoll, Palmöl einzusparen. Wir können jetzt schon im Supermarkt auf Bioprodukte und auf bestimmte Siegel achten. Aber es hat sich auch gezeigt, bei der Nachhaltigkeit gibt es da deutlich noch Luft nach oben. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der kommt nicht drum rum, einfach mehr frisch selbst zuzubereiten. Speaking of Biokraftstoff, E10 zu tanken wird ja auch als eine Lösung fürs Klima beworben. Aber geht da die Rechnung auf? Meine Recherche dazu haben wir euch mal hier verlinkt. Und jetzt wäre außerdem der optimale Zeitpunkt, um unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.